wie es halt immer so kommt. Eigentlich wollten wir nur mal ein Stück aus Schweinfurt rausfahren und mit dem Hund, dass der Hund mal was anderes riecht, mal Gasse gehen. Und gelandet sind wir beim Bayerndorm in Zimmerau. Bei diesem Ausflug wussten wir natürlich noch nicht, was uns erwartet. Eine riesen Überraschung zum Schluss im Film. Von Zimmerau war natürlich die feste Heldburg nicht weit entfernt. Deswegen haben wir natürlich die feste Heldburg angesteuert und hier ein paar Impressionen von dieser Festung. Diese Festung ist wirklich ein imposantes Bauwerk, überhaupt wenn man es von unten sieht, also schon Wahnsinn. Und ich sage euch ehrlich, ich habe diese Festung früher nicht gekannt. Sie liegt also unweit von Rodach entfernt, aber in Thüringen. Diese Feste ist mit Sicherheit eine Reise wert. Man kann sie anschauen, Eintritt 7 Euro. Renate hat sich diese Festung reingezogen. Ich war schon mal da mit der Möhre, mit meinem Motorrad und ich musste auf unser Hündchen aufpassen, auf unsere kleine Maus. Was anfangen mit diesem angebrochenen Dach? Also sind wir gefahren von der Festung Richtung Hildburghausen und dann zurück nach Köln, Bad Königshofen. Bei der Durchfahrt durch gleiche Wiesen sind wir aus allen Wolken gefallen. Schon auf der Straße hat es gerochen nach Essen und wir mussten einfach in dieses Lokal hinein und wir waren sowas von platt. Ich sag euch, schaut es euch einfach an. Ein russisches Lokal mitten in der Botanik. Ich sag euch aber sowas von schön hergerichtet und gerochen hat es da. Ich sag euch, Wahnsinn. Die Wirtsleute haben uns dann trotzdem reingelassen, obwohl eigentlich geschlossen war. Die machen nämlich erst um 17 Uhr auf an diesem Tag. Aber wir durften eine sibirische Kräuterlimonade probieren. Ehrlich, ich hätte in gleicher Wiesn niemals so ein Restaurant vermutet. Also wir werden demnächst auch mal einen Essenstest machen in diesem Restaurant und da könnt ihr euch schon drauf freuen. Echtes russisches Essen hier bei uns bei SWN TV. So, hallo liebe SWN-Zuschauer, jetzt sind wir heute in einem ganz kleinen Dorf gelandet und ich habe gerade, ich falle aus allen Wolken, hier gibt es also eine ganz besondere Gaststätte und jetzt habe ich im Wirt vom Mikrofon, vor der Kamera, vielleicht können Sie mir ein bisschen was über Gaststätte erzählen. Ja, ganz einfach, ich habe an der Erdgasstraße gearbeitet, von 87 bis 94 sind wir rüber, ich habe da 90 geheiratet, meine Frau, die Galina, die hat bei uns als Dolmetscherin gearbeitet und wir haben zu der Zeit die Gasleitung gebaut, wo wir jetzt alle Gas herkriegen. Wir sind dann mit 4 Container rüber und wollten eben was Russisches hier machen, das ist die Gaststätte von meinen Eltern. Wir haben auch 4 Generationen und so haben wir halt Stück für Stück das aufgebaut. Und vor 3 Jahren haben wir einen Saal neu oben renoviert. Und wir haben die älteste Matroschka von 1917, die haben wir vor 20 Jahren aus Frankfurt-Offenbach. War ein riesengroßes Restaurant und die haben uns dann für 20.000 die Einrichtung gekauft. Die massiven Stühle, Tische, die Matroschka, Wandbahn. So sind wir zu dem Ganzen gekommen, ist auch wunderbar gewachsen und haben jedes Jahr was dazu gemacht. Hier üben wir mal so vom Altrussischen, die Leute mit den Pferden, war ja der Bartkrieg von Peter eigentlich. Und das ist eine Frau vom Moskauer Theater, auf dem Abad verkauft, so diese Theaterbuben sind handgemacht. Und das ist eigentlich da so ähnlich wie Rummelfiguren, ist richtig teures Geschäft. Wir haben da immer 1-2 Pärchen mitgebracht und so ist das Ganze gewachsen. Wir haben Lomonosov ausgestellt, wir haben auch 145 Samovare ausgestellt, die meisten aus Tula, mit Holzkohle geschürt. Und Matroschka haben wir auch eine Sammlung von 860 Stück, das sind die ganzen Präsidenten. Und dann haben wir auch eine schöne Sammlung von den Lackschatullen. Es gibt 3 große Schulen, wir haben die teuerste ausgestellt und die Leute erfreuen sich auch daran. Ja. Jetzt, wenn Sie kochen überwiegend russisch, gell? Also meine Frau ist die das macht. Ich helfe ihr mit. Wir haben noch eine Bedienung, machen eine Bedienung auch oder umgedreht. Wir haben eben russische Küche, wir haben Borscht, wir haben Sojanka, wir haben Blini, also mit Lachs, mit Kaviar, mit geräucherten Schinken. Und dann haben wir handgemachte Pelmeni, da sind Nudelteigtaschen mit Rind- und Kalbsfleisch. Wir haben Filet Stroganoff, Schweinelende geschnetzelt mit frischen Champignons. Dann gibt es Hähnchenbrust, russische Art, ganz leckere Sache. Filet mit dünnen Weißbrotstreifen, Ei paniert. Dann gibt es auch noch Steaks, Ivan der Schreckliche, der scharfes essen will. Ist mit einer scharfen Pfeffersoße, mit Achiga Tabasco. Dann haben wir gefüllte Pfannkuchen mit Hackfleisch, also es ist dann Schweinehackfleisch. Es gibt da vegetarische Variante mit Ei, Pilz, Zwiebelfüllung. Und die Soßen, die es dazu gibt, noch mal selber, gibt es saure Sahne, Sahne-Rettich, Tomate, Schafe mit Knoblauch. Ein Wahnsinn, was ich auf der Karte ja, haben alles. Wir haben also
was im Russischen typisch ist, also wird für Reis gegessen, Buchweizen, Kascha. Also der Buchweizen geht also, aber das ist für viele Leute ein wenig gewöhnungsbedürftig. Und wir sind ja noch üben. Auf der anderen Seite, wir hatten mit dem bayerischen Publikum auch wegen mit den Bussen so wegen Probleme gehabt, weil die das vom Essen nicht so gekannt haben. Und dann, wenn die Busunternehmen gesagt haben, wir brauchen fränkische Wurstplatte im Russischen, funktioniert das nicht so, weil ich gesagt habe, im Russischen gehört zu jedem Essen eigentlich eine Suppe. Also hier jetzt noch ein paar Einblicke vom Restaurant. Jetzt hatten wir natürlich so viel Hunger von dem Geruch in dem russischen Restaurant, dass wir in Sulzfeld an der Lederhege nochmal beim Hirschen angehalten haben und haben uns dann richtig, es uns richtig gut gehen lassen, ja, mit Schnitzel und Fisch.